Jetzt Experte? Nee, wir haben noch nicht so viel. Wir haben noch zwei Runden und dann Experte. Ey, ich kann Mhm. nichts eingeben. Gerechte Moment, ich Strafe. kann nichts Bestraft. eingeben. Achso, Lass mich doch zeichnen. ich bin so blöd, ne? Ich versuche die ganze Zeit was einzugeben, damit bin ich dran. Ja, das ist schlau. Ja, entschuldigen Sie meinen Akzent. So, jetzt geht's los. Ich hab mich gerade total, ich war gerade total erschrocken. Das Ja, geht sieht gar das. nicht. Moment, der hat noch einen. Geben wir dem mal, welche Farbe will er? Ah, nee, ich will den dicken Stift ja mal nehmen. So. Der hat jetzt einfach das hier. Und der ist ein bisschen jünger. Der ist jetzt, sagen wir mal, 7. Das ist jetzt völlig wahllos, ne? Ja, gut, das ist die Auf Englisch. 7. Na, nicht die 7 auf Englisch, sondern was Murphy da vorhin geschrieben hat auf Englisch. Und Oh. der ma und der macht halt was. Dick und doof Ach so, und Kind. der braucht noch ein Gesicht natürlich, ansonsten wäre es ein bisschen doof. Na, nee, das sind zwei Wörter. Kittig. Wir haben noch eine Ziegelmauer hier für den guten Ton. Es ist Karate Kid. Nein, ich hab's falsch geschrieben. Bitte, Murphy, sei nicht so schnell. Wie kann man denn. Achso, Karate mit Oh, Doppel. achso. Achso, du hast dich Hä? bestimmt. Karate Kid geht nicht? Leerzeichen? Zwischen Karate und Kid ist noch ein Leerzeichen. Ja, und was noch? Mach ich doch. Was? Er erkennt das automatisch als Komma zwischen. Er setzt Was? das Leerzeichen zwischen Komma, ja. Hat nicht geklappt. Ach, Bindestrich. Kein Leerzeichen. Oh, Da ist Mann. kein Bindestrich. Du kriegst erstmal einen Minus Punkt. 5. Da ist kein Bindestrich. Wie dreist dieses Spiel ist. Und ich hab's auf Aufnahme, dass da kein Bindestrich ist. Oh Mann, wie dumm ist das denn? Oh mein Wir haben Gott. hier eine Tabelle mit Zahlen. Und diese Zahl steht den anderen Zahlen. Das ist das erste Wort. Und dann, 31, also Familie. wir haben hier noch was. Wir haben eine, ja, ein paar Stichpunkte mit Sachen, die wir erledigen müssen. Und das ist eine. Liste oder so, keine Ahnung. Ja, und die 31 steht 69. Und das als Wert. Steht Es 31 ist nicht die gegenüber. GIS-Liste. Also die 31 steht Punkt 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 69. Das ist das erste Wort. Überliste. Ja, und das als Hinterlistig. Wert. Ah, danke, danke. Und ich wusste nicht, von was er meint. Was als Was? Wert? Ach, listig oder was? Nee. Los, Nein, du jetzt hattest es doch los. schon. Du hast doch Das gesagt. erste Wort war es Ach, schon. überlisten. Ja, meine Güte. Oh. Das ist aber das Bitterste, wenn man dem Gegner vorsagt, was es ist. Ja, aber ein schönes Wortspiel, das mildert meinen. Aber GIS-Liste fand ich auch sehr gut. Ja, GIS-Liste ist auf jeden Fall das Wort, was ich gesucht habe. Natürlich. Ich will jetzt offiziell die Expertenrunde. Also immer solche Wörter wie Koffer. Das ist ja Nicht wirklich. sehr, nein, es ist nicht Koffer. Apropos Koffer, das letzte Wort vom Koffer, also die letzte Silbe, die ist am Anfang des neuen Wortes, also fair. Dann haben wir noch, Moment, jetzt habe ich nicht die ganze Zeit nicht zugehört. Irgendwas mit Anfang des Wortes ist fair. Ja, also die letzte Silbe Ah, vom Koffer, ja. ja. Auf die Show falle ich nicht nochmal rein, so. Mit Natürlich. fair, fair. Ein Mann ihres Formats hat solche Tricks doch nicht. Gut, ich habe es bei Murphy abgeguckt. Ja, weil ich die ganze Zeit irgendwas verzweifelt versuche. Aber es kommt gar nichts mehr. Irgendwie schon, ne? Irgendwie hat unser Mensch hier aufgegeben hier. Fair. Wir Fair. nehmen an, das ist irgendeine Klausur und diese Leistung wird entsprechend evaluiert, mit einer Note zum Beispiel. Will ein Fremdwort hier evaluieren. Das, ja, ich Fair. wollte nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen und das Lösungswort verwerten, beziehungsweise Fair. bewerten. Also Fair. es ist verwerten, ja. Ach komm! Wie unterschwellig das einbaut, dass ich da gar nicht drauf achte. Ja, das war gut, diese. Ich bin schlechter als Langton. Ich glaube, ich lege jetzt auf, Wie oder? dreist kann Nein, man das war sein? nur Spaß, Mensch. Okay, sollte ich nicht zeichnen auf diese Weise? Nee, wir zeichnen es einfach direkt. Ich will jetzt nicht irgendwelche Dinge zeichnen, die ich nicht machen will. Keine Buchstaben Oh mehr. nein, das sieht nicht so schön aus. Und wir nehmen einfach mit dem mittleren Stift, so. Welche Form soll man das denn zeichnen? Das ist doch Shit. Nein, es ist nicht Shit, das ist was anderes zum Essen. Shit. Moment, scheiße ist man nicht. Das war falsch Shitstorm. formuliert.
Okay, ich muss das erste Wort doch mal zeichnen. Nehmen wir mal das zweite. So, nehmen wir das erste darunter noch und Also wir halten fest, das zweite Wort ist Viereck. Stichwort Sony, wenn ich jetzt da irgendwas mache, was man nicht machen sollte. Stichwort Sony, da gab es noch letztens einen Vorfall. Ja, Murphy ist auf einem guten Weg. Ja. Das ist das erste und dann das zweite. Und Moment, also das hier ist, das kann man essen, das zweite, ja. Ja! Ja, genau. Hier machen wir Das mal. zweite kann man essen. Moment, wie sieht denn das aus? So ein T-Bone Steak. T. Also, Hackfleisch. Oh Mann. Hackfleisch, Hackfleisch auf die Spaghetti drauf. Oh, wir brauchen ja mehr Smileys im Chat. Mal sehen, was wir jetzt nehmen. Konzentrieren Sie sich lieber darauf, das richtige Wort zu erraten. Gibt es was für. So. Oh Gott, wie soll ich das zeichnen? Gott. Nein. Ich google mal, vielleicht gibt es So dafür einfach ist eine, das. ja, eine Standardzeichnung. Ja, okay, das sieht gut aus. Standard. Posten Sie doch den Link zu dieser Standardzeichnung in den Chat. Wir Nein. haben hier eine Blumenart, die es an sich hat, einen richtig behinderten Namen zu haben. Und genau so aussieht. So und nicht anders sieht diese Blumenart aus. So Gänseblume, und nicht anders. Und ja, also. der Name hat gar nichts mit Blumen zu tun. Das ist so eine Phrase, die, keine Ahnung, geschiedene Ehepaare sagen, wenn sie Ja, sich gegenseitig wieder Stiefmütterchen oder ficken so, wollen keine oder Ahnung. Nee, Stief hatte ich schon, Blumen habe ich schon gehört. Also sagen wir, man hat sich was nicht gemerkt, dann hat man's. Das ist so eine Aufforderung so. Wenn man sich etwas nicht gemerkt hat, dann nimmt man sich selbst und dann das Gegenteil von. Keine Ahnung. Ich habe mir was selbst nicht gemerkt und das nehme Oder ich. einfach das Wort sagen. Also das Wort ist irgendwie so vergiss hier so Oh mein Gott. vergiss. Ja, wie soll ich das denn so schnell eingeben? Ich soll mich selbst nicht vergessen. Ich vergesse mich ja gleich, du. Sie vergessen am besten diese Runde. Das 41 Punkte, das ist Wir ja sind mal übrigens sau, wir runter. sind so langsam heute. Ich habe fast 40 Minuten pro durchschnittlich hätten wir eigentlich 10 Minuten pro Runde, aber wir sind ja erst bei Runde 6 hier. Ja, doch. Wow. Heiß, ja, ich wollte auf jeden Fall heiß schreiben. Brief. Auf. Ein. Ich benutze jetzt einfach Verbanfänger. Ich glaube, irgendwie hängt seine Verbindung manchmal, weil. Ah, wir sind immer erst kurz vor Ende. Was? Ah, Nee, weil irgendwie kommt bei dir die Zeichnung immer so spät, beziehungsweise bei uns. Hallo. Nur ein Versehen. Das sind das aber nicht wirklich Buchstaben, oder? Nee, das wäre jetzt gewesen, wenn du Buchstaben suchen. Ja, also ihr müsst sie jetzt in die richtige Reihenfolge bringen, ne? Alter. Das kann aber nicht Mathe sein. Hä, ist das wirklich ein Ü? Ja, das ist eine Ü, meine Güte. Reißt euch mal ein bisschen zusammen. Okay, also diese Buchstabenreihe, die ist doch, denke ich mal, denkbar einfach. Es ist nicht mal als Tipp. Oder anders formuliert, ist es Alm. So, jetzt haben wir noch die restlichen Buchstaben. Wenn ihr das nicht hinkriegt, dann bräuchte ich euch hier nie wieder blicken lassen. Almühle. Naja, das ist eigentlich ein H und das ist ein Ü. Okay. Ah, was ist das? Das ist nicht die Almhütte! Almhütte. Almhütte! Wow. Weißt du, ich habe mir die Buchstaben gar nicht Ich habe die ganze angeguckt. Zeit Tüte und so. Ja, ich habe mir die Was Buchstaben gar nicht ist richtig angeguckt. Ich habe bloß geguckt, ob Zeit zu spielen bleibt. Okay, wie machen wir das am besten? Machen wir nicht, ich will die fetten Stift nicht mehr. Ich Hallo. will den fetten Stift nicht mehr machen. Ich nehme mal wieder den normalen so. Und jetzt hängen wir das hier mal einfach dran. Oh, das ist eine Brücke. Nein, das ist so eine Seilbahn, Alter. Das ist doch. Lift oder so, keine Ahnung, fahrstuhlmäßig. Es gibt ein bisschen runter noch. So. Ist das sowas, oder? Ich hoffe, oder ist das auf dem Boden? Nee, das fährt doch auch so hoch, oder nicht? Oh Gott, ich hoffe. Was kann man denn noch dazu machen? Eigentlich kann man dazu nichts mehr zeichnen. Vielleicht noch ein bisschen Schnee. Hier stellt euch einfach vor, das ist Schnee da unten. So. Es ist doch die legendäre Gondel. Das hängt aber dran, oder?
Ja. Ja, doch. Gut. Alles gut, Mischter. Sehr, sehr nice. Wo wir apropos Ski. Wir wollen hier mal nicht mit der Tür ins Haus rein. Oh doch, Ski. Okay. Ach. Du kannst jetzt noch irgendwas Perverses reinzeichnen. Oh. Warum Jetzt, wollte ich doch gerade? gebe ich einmal was Freies und dann ist es zu schnell vorbei. Mann. Kehr, kehr, kehr. Egal. Hallo, lass den Kreis. Ich hab doch eh schon gewonnen. Irgendwann sehe ich es kommen, dass ich das aus Spaß mache und du machst es genau zum selben Zeitpunkt und dann haben wir beide verwarnt. Hatten wir das nicht schon mal? Ich glaube, nee, das hatten wir auch nicht gleichzeitig. Du hattest das mal irgendwann direkt nee, ein paar Sekunden später gemacht und den übelst einen abgelacht dabei. Das Ach ja. war in Part 4, meine ich. Okay, Ach, also. so lange ist's her. Ja. Bei dem Projekt wirklich, das kommt ja noch ein paar Monate. Aber Ist das irgendwie hängt das wirklich bei ihm. Guck mal, das geht erst nach ein paar Ich habe noch gar nicht angefangen Ach zu zeichnen. so, gut. Ja, also, Warum hast du nach 40 Sekunden noch nichts gezeichnet? Also jetzt muss ich eure Smalltalk-Versuche leider keim ersticken, denn ihr seht Ah. diese bunte Palette Ja, an hast du das vielfältigen Farben Der rechts daneben. Gauner nimmt sofort alles, was er sagt. Ja, Rechts, natürlich. rechts, rechts. Ja, wenn er mir nicht zuhört, dann ist es vergehen, denn ich erkläre gerade vor, was ich nicht gesagt Mach einfach einen Punkt in die Mitte, das ist das Thumbnail, so. Und dann sagt das Wort. Also wie gesagt, da neben den Farben ist ein Zeichenstift. Und das kann man umgangssprachlich auch als, ja, als Pinsel bezeichnen. Ja. Du hast jetzt nicht wirklich Pinsel nicht gezeichnet. Also Pinsel kann man noch Und zeichnen. dann noch irgendeine Scheiße dazu gelabert. Warum? Ey, guck mal, wir gehen zusammen runter. Mann, okay. Okay, letzte Runde mit Anfänger, dann Experte. So muss ich.